Hihihi. Nee, komm jetzt. Hoch da. Das schaffst du doch, oder? Ja. Avidara. Oh, zwei Brücken sogar. Bin ja versucht, darüber zu springen. Aber ich glaube, das wird nicht. Ich versuch's trotzdem und ich bin kläglichst gescheitert. Aber damit hätte sich das dann für mich auch erledigt. Dann weiß ich ja ungefähr, worauf ich mich hier einlassen kann. Oh. So, geht doch. Ich fürchte, ich muss andersrum. Hüpf. So eine brave Lara. Ja, so eine brave Lara. Das muss ich mal ausprobieren. Das wäre ungefähr zwei Blöcke höher und zwei Blöcke weiter. Das könnte es wirklich dann sein. Nee, das will ich probieren. Und das ist ein Safe-Game, ganz sicher nicht. Oh, sie stirbt nicht mehr. Hopp. Ah, geschafft. Okay. Das Ganze kommt dann an die Sparte extra Safe-States. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich habe das ja nachgespielt. Nee. Super cool. Ich mache einfach nur Schritte zur Seite. Ganz normal. Sie fällt durch. Im wahrsten Sinne. Lara ist durchgefallen. Lara ist durchgefallen. Kommen wir von da aus denn noch irgendwo anders hin? Ich will ja noch nicht aufgeben. Gut. 66, genau. Damit wir dieser Mythos bastet oder? Warte mal. 1, 2, 3. Wie könnte da hinkommen? Doch, ich will es nochmal versuchen. Ich weiß. Nein. Dann lade ich auch noch das Falsche. Das. So. Oh Gott. Ja, das passt. Optisch. Faszinierend. Der Nebel ist mein Gesicht. Schick. Irgendwie. Ich erkenne nicht mehr so ganz, was ich vorhatte ursprünglich, aber es macht mir Angst. Und es funktioniert nicht. Ein goldenes Büchlein. Aber so wie das aussieht, also wenn sie das jetzt nicht ändert, immerhin ist Lara jetzt normal. Aber jetzt haben wir da T-Rex-Spuren und das ist alles völlig anders wieder. Oh, das machen wir nochmal. Load Game. Vielleicht hat sich's dann wieder komplett beruhigt. Ja, meine Freunde, das ist Entertainment der höchsten Sorte. Höchsten Güte, wie auch immer. Wisst doch alle, was ich meine. Hört auf euch. Immer diese Wortklaube, ey. Das war knapp. Ich bin definitiv nicht von einem Erfolg ausgegangen. Das kann ich euch sagen. Reicht. Prächtig. Okay, es ist noch nicht ganz gerettet. Aber man kann durchaus sagen, das Spiel hat sich zu 90% gefangen. Merkt euch, wenn der Ladebildschirm noch nicht ganz weg ist,
dann dürft ihr auch nicht laden. Ja, das ist hübsches Wasser. Gucken wir mal runter. Nee, zur Seite. Ja. Irgendwie ist das komisch. Aber gut. Letzter Load-Versuch, dann werde ich einfach nochmal hier unterbrechen und das Spiel neu starten. Also wenn es jetzt nochmal verbuggt, dann werde ich neu starten. Irgendwo ist sie gerade gegengeflogen, aber egal, dann nehmen wir den Weg. Und meine Nase schon wieder. Hallo du. Ah, Gesundheit, danke. Ich habe so eine höfliche und zuvorkommende Community. Das ist unbeschreiblich. Da bin ich stolz drauf. Nein, wirklich. Ich mag euch. Babada. Und das meine ich jetzt wirklich ernst. Ich mag euch. Ah, ich mag vier gegen Nebel. Man weiß immer, wo er aufhört. Naja. Jetzt haben wir die drei Drachenkristalle. Oder was auch immer gesammelt, und dann sollten wir jedoch mal weiterkommen. Ja, das ist auch nicht richtig. Das ist definitiv nicht richtig. Aber damit können wir leben, oder? Also ich finde das nicht so schlimm. Das ist ein schönes Hintergrundbild. Eigentlich. Recht pixelig gut, aber... Mensch, Leute, man kann doch echt nicht alles haben. Es klingt so und sieht so aus, als würden wir uns dem Dorf nähern. Wenn das hier nicht das Dorf schon ist. Warum musst du mich angreifen? Ich wollte dir nichts tun, ehrlich. Den ja noch nicht ganz. Wenn hier sowas im Dunkeln liegt. Ah, ich kenne noch meine Entwickler bei Eidos. Die fangen dann da an, irgendwie eine Giftfalle hinzulegen, die erst aktiviert wird. Oh, jetzt sind sie leise. Haben sie mich kommen gehört? Das finde ich nicht okay, dass ich hier so diskriminiert werde als weiße Frau. Und ja, das ist merkwürdig, das zu sagen. Durchaus. Also für mich merkwürdig und nicht... des Sagens wegen merkwürdig. Und Rückwärtssprung mit Salto und festhalten. Baum sagt nein. Okay, dann geht es jetzt munter weiter. Sie haben aufgehört zu trommeln, diese Rattatassisten. Das finde ich nicht fair, allen weißen Frauen gegenüber. Na komm her. Trau dich. Irgendwie ist die KI nicht so ausgereift, oder? Komm her! Bist du denn? Blöder Elch, ey. Ja, komm! So. Wenn mir auf den Pisser geht, dann pisse ich zurück, quasi. Warum auch immer die in den Zelten, wollte ich gerade sagen, in den Holzhütten Raketen sammeln. Das sind die Terroristen wahrscheinlich. Hat man doch schon sofort gesehen, sage ich euch. Ja, ja. Selbst schuld, wenn ihr die Weißen diskriminiert, dann habt ihr auf einmal Öl und dann seid ihr Terroristen. Weil ihr eine Bombe in eurem Haus habt. Ja, ja. Ah. Das sieht mehr so aus wie, von da kommen wir später wieder hierher. Wie ich da drauf gekommen bin, tja. Du hast nicht geschrien, deswegen hast du mich erschrocken. Ein netter Plan, funktioniert aber nicht gegen meine Pistolen. Ah, warte mal, gucken wir mal, ob der was dabei hat. Ja, ja. Das sind sie, die Weißen.
Oh. Falle. Oh. Das ist nicht nett. Das ist gar nicht nett. So, und damit haben wir Spaß. Ich möchte noch mal gucken, wie ein Gegner dabei aussieht. Jawohl, du erkennst ja gar nichts. Oh wow. Das ist bestimmt Tomb Raider in Hard Mode. Aber du erkennst Medipacks besser. Faszinierend. Wo ist denn er jetzt? Ah, da liegt er. Sieht der normal aus? Wahrscheinlich, ne? Ja. Ich glaube, die hören gerade auf, oder? Ja, schade. Mit diesem Bild speichern wir einfach mal und sehen uns gleich wieder, weil das geht so nicht. Bis gleich. So, wieder da. Weiter geht es. Spaß in Spaß in Spaß in Spaß. Ja, lauf halt weg. Lauf doch weg, ey. So, darauf achten. Es gibt hier Häuser, in denen sie Medizin tun, die sie gut brauchen könnten gegen jegliche Krankheit, um Feinde zu schrecken, töten, was auch immer. Damit haben sie mich gut dran gekriegt. Vorhin. Ich laufe wieder völlig unbedacht rein, aber das hier war es ja nicht. Das war, glaube ich, das Haus hier. So, dann war hier noch irgendwo einer. Mein Chef. Da fehlt ein Stück. Hä, wo bist du denn jetzt hin? Was soll denn das? Blöder Eumel, ey. So, das war das Sumpfhaus. Ja, das ist es. Da. Aber das liegt auch auf dem Sumpf, ne? Ich würde dir gerne wissen, wie die das machen. Ach, da geht's weiter. Ja, ja, das Dorf hier wird wohl auch so der zentrale Punkt sein von diesem Level, besonders wenn man sich mal den Namen vergegenwärtigt nochmal. Und es wird wohl darum gehen, dieses Tor zu öffnen. Just saying. So, aber die zwei haben ganz schön laut getrommelt, dafür, dass es nur zwei Leute sind. Muss man ja sagen. Ich will jetzt mal versuchen, darüber zu springen. Nee. Faszinierte Schummelei. Ich würde sagen, dann machen wir auch gleich da weiter, wo die Schrotflintenmunition liegt, also hier hinterm Haus. Ah, okay, cool, cool. Nee, ist cool. Komm ich mit klar. Ich glaube, wir machen hier auch nicht weiter. Das sieht so aus, wie man müsste erstmal irgendwo anders einen Hebel gezogen haben. Finde ich gut. Gibt mir weniger Chance, mich falsch zu entscheiden. Was mir so aufgefallen ist übrigens, nach dem Nevada-Level fehlt uns die Uzi, die wir vorher hatten. Und die Harpune hatten wir auch. Ich hoffe, die kriegen wir noch wieder. Und die Harpune ist jetzt eigentlich nicht schade, muss ich ehrlich sagen. Aber die Uzi ist hätte ich schon gerne. Dö, wo geht's lang, wo geht's lang? Gehen wir das Wasser lang? Wobei, ich habe Angst vor Piranhas. Ich gehe erstmal hier durch. Guck, guck. Oh, ein Speicherkristall. Ach ja, stimmt. Den habe ich eben schon gesehen, ne? Können wir gleich mitnehmen. Dann haben wir mal wieder gespeichert. Dann dich. Tipp, tipp, tipp. Oh, hier Piranhas. Nee, aber eine zu in der Tür. Gut, dann geht's hier auch noch nicht weiter. Oh, meine Nase.